Check this out. So Leute, und in diesem Sinne, grüezi, servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Alles ist möglich Sonntag und damit zu einer neuen Folge von Hetzjagd in Los Santos. Mahlzeit. Servus. Moin. Ups, hab vergessen mein Mikro. Alter, der Typ, ne? Echt. Er macht mich fertig. Er hat nur diesen einen Einsatz, den er bringen muss, weißt du? Und er noch. Ja, Leute. Nein, das war jetzt seine Begrüßung. Ja, genau. Er wird immer kreativer. Ja, vorab für die Leute, die letzte Woche Sonntag nicht die Folge gesehen haben, als Tipp, guckt euch die als allererstes an, denn da könnt ihr sehen, wie die vier Idioten, die hier vor mir stehen, abhauen mussten. Und dann könnt ihr sehen, was für Rekorde da eingefahren wurden. Ich halte den Rekord. Ja, aktuell ist Marcel auf Platz 1, aber wie immer, der Beste kommt zum Schluss, deswegen muss ich jetzt noch fahren. Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Ja, aber ist ja keine Einbildung, wenn es stimmt, oder? Wer hat die ganzen letzten Runden immer gewonnen? Ja, da waren wir nur ich. Neuer Tag, neues Pech. Neues Glück für uns. Hey, so. Seht's als Challenge, ihr seid jetzt zu viert. Ihr habt jetzt zu viert die Chance zu schaffen, mal zum ersten Mal das zu unterbinden, dass ich eine Runde gewinne. Leute, dafür. Und ihr habt dafür 11,5 Minuten Zeit. Wer hupt hier die ganze Zeit? Der Typ, der gerade noch seinen Einsatz verpasst hat. Der Typ will die Hupe noch kaputt machen, dass er noch weniger Gewicht hat. So, und an dieser Stelle werde ich für die Leute jetzt nochmal eben von der ersten Folge euch hier einmal das Regelwerk eben reinschneiden, damit für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hier sehen, auch wissen, was hier überhaupt Phase ist, was erlaubt ist und was nicht. Mal Regelwerk, Hetzjagd in Los Santos. Einer hat 2 Minuten Zeit zum Abhauen und die anderen müssen warten, dürfen aber in dieser Zeit auf der Karte gucken, wo der Flüchtige hinfährt. Der Flüchtige darf innerhalb, ich betone innerhalb dieser 2 Minuten, einmal vom Radar verschwinden aktivieren. Die Jäger dürfen nicht vom Radar verschwinden. Fahrzeuge. Wenn sich nicht auf eine spezielle Klasse wie Supersportwagen oder Muscle Cars geeinigt wurde, darf jedes normale Auto gefahren werden. Verboten sind Autos, die speziell gepanzert sind, ausgenommen die normale Tuning-Panzerung, die wir jetzt alle drauf haben. Autos, die Waffen oder spezielle Fähigkeiten haben, wie Boost, Springen, Fallschirm und so weiter. Geglitschte Fahrzeuge sind ebenfalls verboten. Regeln für den Flüchtigen. Panzerplatten immer wieder reindrücken und Snacks essen ist erlaubt. Lester anrufen, um Cops loszuwerden, ist erlaubt. In die Werkstatt fahren ist erlaubt. Wenn Auto kaputt gefahren wurde, darf man das Auto neu liefern lassen. Zurückschießen ist verboten. Den Jäger überfahren ist erlaubt. Regeln für Jäger. Schießen ist nur erlaubt mit normalen Handfeuerwaffen, in Klammern Pistole, MG, MP. Verboten sind sämtliche Explosivwaffen wie Handgranaten, Haftbomben sowie Waffen mit Explo- oder Brandmuni. Raketenwerfer und Sniper sind ebenfalls verboten. Den Flüchtigen überfahren ist erlaubt. Lester anrufen, um die Cops loszuwerden, ist erlaubt. In die Werkstatt fahren ist erlaubt, Autos wieder liefern lassen ist erlaubt. Anderes Auto liefern lassen ist verboten. Vom Radar verschwinden ist auch verboten. Allgemeine Regeln. Fliegt ein Spieler aus der Lobby, bleiben alle direkt stehen und die Zeit wird angehalten. Sind alle wieder da, zählt unter Absprache einer von 3 runter und dann geht es weiter. Wenn ein Spieler, egal ob flüchtig oder Jäger, sein Auto zerstört oder versenkt, ist es sein Problem und die Zeit läuft weiter. Kann er vor Ort kein Auto liefern lassen, ist das auch sein Problem und er muss zu einer geeigneten Straße laufen, um das Auto neu liefern lassen zu können. Ist das Auto kaputt, aber die Jäger um die Ecke, ist es erlaubt, ein NPC-Fahrzeug zu klauen, in Klammern normale Autos oder in diesem Fall auch ein Motorrad, Roller oder Fahrrad. Verboten sind Fluggeräte wie Flugzeuge, Hubschrauber und auch Kampfjets und Panzer aus der Militärbasis.
Die Flucht mit dem Fallschirm ist erlaubt. Wird der Flüchtige von NPCs oder Cops getötet, geht es einfach weiter. Die Jagd ist vorbei, wenn ein Jäger den Flüchtigen erschossen oder überfahren hat. Derjenige mit der längsten Fluchtzeit gewinnt die komplette Runde. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich wäre bereit. Seid ihr alle ready? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, Matze, 3, 2, 1, deine 2 Minuten laufen. Jason, kannst du es auch? Jason ist gerade weg. Digga, runterholen. Kann der das überhaupt? Ekelhafte perverse Sau. Und Marcel, das hab ich gehört, dass ich das, ob ich das überhaupt kann, du Arschloch. Da ist ja noch zum Blöd zu. Das hab ich mir fast. Ihr könnt mich alle mal. Jason, kannst du das? Mit diesem Fahrzeug weiß ich Highway. Nicht. Schönes Kopfgeld, dankeschön, da bin ich dran gemacht. Ja, aber ich. Er fährt auf den Highway. Bringt auch nur nichts, wenn der auf dem Kopfschirm verschwindet, aber da macht er ja eigentlich nicht. Was sagt das denn? Hey, wie viel haben wir noch? Eine Minute. Muss sein, kann er weit kommen. Das ist halt. Highway ist halt der beste Ort, um schnell wegzukommen. Vor allem auch auszuweichen. Wenn du gegen Verkehr kommst, da rechnet der keinen Schwein. Die sind ja unberechenbar. Ich hab ja auch eigentlich mehr oder weniger vorhin mit dem Gegenverkehr gespielt. Ja, ich vorhin kam ja auch entgegen, dann bist du ausgewichen, Arsch. Ich bin mir schon so drauf gefreut, hier voll in die Kandare zu fahren, ne? Damit habe ich gerechnet. Wenn ich einen sehe, der auf mich zukommt, ich warte dann drauf, um auszuweichen. Und normalerweise müssen bei dir die so drüber herfliegen, weil du so eine flache Schnauze hast. Ich hab's zwar mal geschafft, den zu hitten. Ja, das eine Mal war so leicht berührt, dass sich meine Karre im Müll bewegt. Wie weit sind wir? 10 Sekunden. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, Schnappi! Deine Zeit läuft, Matze. Eure auch. Warte, 11. 11 Boah, Jason, fahr doch mal einfach vernünftig, du Assi. Bei mir hab ich den nicht mehr berührt, also heul nicht. Natürlich ist er jetzt vom Radar verschwunden. Oh Junge, ich schwöre, ich schieß dir gleich die Rübe weg, ne? Erzähl dir als Bonus. Hey, die Dings war aber um, dass man einmal vom Radar verschwinden durfte. Nein, das hat er noch in der Zeit gemacht. Das wird jetzt nur so lange angezeigt. Ist beschiss. Ja, wenn das Ding eine Minute geht, hat er jetzt noch 10 Sekunden. Das hat er wohl noch 40 Sekunden, wann hat er das schon gemacht? Ja, ist wieder aufgedeckt. Ist wieder sichtbar, oder was? Ja. Wo fährt er? Highway ganz oben. Jason? Ja? Fahr mal langsamer. Wer fährt hier vor mir auf dem Highway? Ich? Ja, dann sollen die anderen beiden von der anderen Seite jetzt mal. Machen wir schon. Dann soll Jason nämlich auch langsamer fahren, aber da rafft der Idiot nicht. Ich lass mich gerade ausrollen, aber egal. Ja, dann bremst. Wenn du jetzt alleine so vorpreschst, was passiert? Er fährt dran vorbei. Ja, oder er wartet und weicht eh aus. Und weicht auf irgendeine Straße aus. Muss ein bisschen überlegen, Kollege. Ich rechne nämlich damit, dass er nicht auf dem Highway bleibt. Doch, ich wohl. Ich stehe gerade vor meines Customs ganz oben. Boah, scheiß NPCs, ey. Jedes Mal spawnen die einfach vor mir. Der mich pissflitschen. Und wenn er nämlich jetzt gleich so ziemlich in unsere Nähe kommt, fährt Arne ein Gegenverkehr. Einer, der im Gegenverkehr fahren kann. Ich. Natürlich nicht. Doch, ich kann das.
Da fliegt dein Auto wieder überall hin, nur nicht da, wo es sein bleiben soll. Vielleicht fahre ich dann auf ihn drauf, auf sein Spoiler, sodass er dann, sodass er dann auf dem Dach landet. Und wenn meine Faust in dein Gesicht fliegt, ne? Oh, da habe ich auch so in deine Fresse getroffen. Den Schlag würde ich kämpfen. Dieses scheiß NPC-Auto. Vor allem, der ballert schon wieder. Er kommt euch entgegen, er kommt euch entgegen. Er ist gleich bei euch. Bleibt trotzdem mal auf dem Highway. Na, er kommt, Jason. Pass auf. Komm nach hier hin, Jason. Jo! Oh, er stellt sich halt wirklich dahin. Er hat so viel vernötigt. Oh mein Gott, der Sieg gehört mir. Alter, so schnell war das zwei noch Sekunden. Nie. Ich muss eine Sekunde abziehen, weil ich zu spät reagiert habe. Matze, du hast sage und schreibe 3 Minuten 25. Ja, da hat auch noch keiner so einen kleinen Schwanz gehabt wie Jason, ganz ehrlich. Das ist der erste das in dem gesamten keine. Spiel, der sich außerhalb der Straße hinstellt und drauf wartet. Ja gut, ist egal, darf er ja. Ja, aber trotzdem, für mich ein absolut kleiner Schwanz, echt. Weißt du, ich bin immer auf Konfrontation aus. Weißt du, ich fahre euch ja sogar noch entgegen. Ich hätte euch jetzt hier über die Berge durchs Gelände abhauen können oder so. Weiß nicht, mach ich mal. Gewonnen, verloren ist verloren. Wie ist egal. Oder wie sagte Vin Diesel immer, gewonnen ist gewonnen. Ob man eine Meile oder nur ein paar Kilometerchen Vorsprung hat. Ein paar Meter. Gewonnen ist gewonnen. 3 Minuten 26. Aber da muss man aber auch erstmal können, während der Fahrt auf dich schießen und dann auch noch treffen. Digga, ich komme direkt um die Ecke da. Ich kann da nicht schnell fahren, weil da die Todeskurve ist und da ist auch noch eine Kuppel drin. Schlechter Verlierer? Nein, ich find's nur immer blöd, wenn irgendwie, wenn Leute... Weißt du, ich versuche hier geilen Content zu machen. Ich will spannend und unterhaltsam machen. Ja gut, er war ich aber... War nicht verboten. Ich war also der absolut war nur null drauf vorbereitet zu pausieren. Ich habe jetzt irgendwie nochmal so mit 15 Minuten gerechnet oder so. Und du hast vorhin am Anfang noch gesagt, wo du das Regelwerk vorgelesen hast, man muss es erst mal schaffen. Nein, das war darauf bezogen, wenn du hingehst und als Flüchtiger einem Jäger dein Auto klaust. Das habe ich bei Papa leider probiert, aber hab's nicht geschafft. Weil der immer nach vorne und nach hinten gefahren ist. Ich meine, wäre es an der Tür hängen geblieben, hätte ich nicht mitgeschliffen. Ich wollte eigentlich, wo ich da von oben kam bei Jason, eigentlich ihn noch überfahren, aber Matze kam in dem Moment von der Seite und holt ihn. Jo, und dann war der Punkt. Hat er mein Licht geblendet? Dein Licht? Ja, ich habe ja diese Fernlichter, die 4 extra noch auf dem Auto. Ich hoffe ja immer, dass sie blenden. Die blenden nicht. Scheiße. Außer aus dem Bildschirm wirklich so hell. Aber das hat niemand. Nein, wenn du aber im Gegenverkehr kommst, so wie mit einer Kuppel und dir scheint so eine Lampe ins Gesicht. Der Speng out. So, dann läuten wir jetzt die nächste Runde ein, dann gibt's jetzt auch Fahrzeugwechsel. Jo. Jetzt ein besonderes Regelwerk für die Autos? Ich würde sagen, mit den Autos gelten dieselben Regeln wie immer. Wenn der Mann deswegen Fahrzeugklasse hat, Muscle Car, Sportwagen so. Zum Beispiel, haben wir ja auch schon mal gemacht. Boah, ey. Weiß aber nicht, welches Auto ich nehmen soll.
Ich weiß schon genau welches. Ich weiß, welches ich nehme. Ja, ich habe nur einen im Kopf, aber ich glaube nicht, dass der schnell ist. 2000 Jahre später. So, Leute, dann geht's jetzt an dieser Stelle weiter. Und zwar mit der nächsten Runde. Wie ihr sehen könnt, jetzt bei neuer Runde, neues Glück, auch neue Autos am Start. Denn jetzt durfte gewechselt werden. Und ja, jetzt hat jeder sein Auto so gesehen gechanged. Ich gerade nochmal auf den letzten Drücker, weil Daniel seinen grünen Centorno geholt hat mit roten Akzenten. Habe ich mir gedacht, komm, machst du dir Gag, dann holst du deinen roten mit grünen Akzenten raus. Man muss sagen, das haben wir damals nie abgesprochen, das war rein zufällig. Ja. War aber affengeil, muss ich noch sagen. Daniel hat sich bereit erklärt, wieder als erstes abzuhauen. Mal gucken, ob er diesmal über 7 Minuten hinauskommt. Nö. Marcel, hast du eigentlich von meiner Zeit gerade einen Screenshot gemacht? Nee, ich konnte meinem Tablet. Hast du die Zeit denn gemerkt? Ja, 3:25. Ja, schreib mir die mal eben bitte per WhatsApp. Weil ich behalte das sonst nicht. So, bist du bereit? Bereit. Jawa. Okay, auf die Plätze, fertig, hatte, tschüss. Da muss man sich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass das Ding wieder so einen Top-Speed hat. Ich glaube nebenbei auch 3 Minuten 25. Ich müsste es nachgucken, aber ich glaube, das ist ein neuer Rekord, was die kürzeste Zeit betrifft. Ja, ich war erst der kürzeste mit 6. Noch was? Nee, der kürzeste. Nein, ich meine generell von allen Runden. Die kürzeste Zeit vorher hat Jason damals, glaube ich, gehabt, wo der oben am See sein Auto versenkt hat. Am Stamm. Am Staustamm. Aber ich glaube, unter 3 Minuten schafft man das auch nicht aus, und bleibt ja jetzt die ganze Zeit stehen. Ich kann drauf an, wie nahe du am Ende bist in die 2 Minuten. Ja, gut, ja, ich hätte es schon wieder vergessen. Dem Kopfgeld. Aber auch immer da stehen. 3, 2, 1, holt ihn euch. Darum. Scheiß NPC. Der Autobahn Richtung Strand. Nee, der ist im Tunnel. Never ever. Doch. Oh Gott. In dem gleichen. Wo endet der denn nochmal? Scheiß, wo endet der denn wirklich doch nochmal?
wie sie alle wie so Hunde über ihm warten. Er spielt auf Zeit. Er spielt auf Zeit. Ne. Nur, ich weiß nicht, von wo aus der Zug jetzt kommt. Ob der hinter mir oder vor mir kommt. Wenn er mich nämlich von vorne jetzt rasiert, dann habe ich ein Problem. Ja, nicht solange wir nicht da unten drin sind. Aber wenn der richtig trifft, dann klemmt er mich an und dann ist Ende im Gelände. Schießen. Der ist jetzt so oder so in der Falle. Crazy hat dicht gemacht. Oh mein Gott, ich weiß, wo er endet. Nee, links, Matze, links. Nee, da hinten, wo er herumschimmelt, da geht's nicht mehr weiter. Die war da nicht mit dir. Jetzt fährt er wieder weiter. Servus. Wäre ja lustig, wie ihr da reinballert, ne? Obwohl ihr nicht mal wisst, von wo aus der Zug kommt. Ich muss sagen, gerade so scheiß geil, ich bin nämlich die ganze Zeit hinter dir. Jetzt wieder oben. Bring unten die Kanalisation. Fährt wieder hoch. Er wartet, wer ist wieder unten dran? Oh ja, bleib genau da stehen, die kleine Ruben-Kobold, echt. Ist sie da oben? Ist abgebogen in die Curve Street. Okay, jetzt hat er mich gefickt. Er ist jetzt einmal im Kreis gefahren. Den Sound hier bin ich. Moin. Ich bin wieder unten rein.
Fährt hoch. Ja, komm. Da habe ich ihn. Nice. Na, ich habe in der Ecke gesessen vor der Scheiß. Vor dem Scheiß Schild, das habe ich nicht gesehen. Ja, aber hey, du hast es mal über 7 Minuten geschafft. Hey, ich habe das dämliche Schild nicht gesehen, was da stand. 7 Minuten 14. Oh. Nice, das Auto weit genug weg zum Spawn. Ja. Wird hinfahren. Nimmst du mich hier mit? Aber mit dem Zentonen im Tunnel fahren, das ist echt schon nicht ohne. Ich bin halt hinten nachher die U-Bahn-Station runtergelaufen. Ich denke, wenn er nochmal zurückkommt, knallt sie in dem Vorbeigehen dann ab, weißt du. Dann sind die anderen aber hinter dir her und haben dich die ganze Stadt hochgescheucht. Und ich stand da oben, toll, jetzt kann ich wieder hochlaufen. Aber auf einmal knallt sie so an die vorbei. So nebenbei, ich weiß nicht, wo dein Auto steht, ne, also. Ja, deswegen fahr ich nicht los. Zum Dings hin. Hey, fahr einfach zum, Ach so, wollt's sein, fahr hinterher, ja, die Werkstatt, ja, dann lass ich den da hin spawnen. Ist ja egal. Hey, mit dem Tunnel war aber keine schlechte Idee. Ich bin vorhin am Ende wieder reingefahren, wo du wärst rausgekommen. Ja, da habe ich nämlich umgedreht. Dann hatte ich wohl... Ja, bei der U-Bahn-Dings ist halt einfach fies auch. Du kannst, so wie die U-Bahn-Station, kannst du mit dem Auto nicht rein. Wenn du da runterfährst, bleibst du unten stecken, weil du kommst da durch den Drehkranz nicht durch. Nee. Aber ich habe gesehen, da hast du genug Möglichkeiten, nochmal abzubiegen, weil da nochmal Quertunnel sind. Ja, zum Tunnel da für die Kanalisation hin. Nee, auch andere. Danke. Bitte. So, wer soll als nächstes? Ich würde sagen, machen wir selber reinfolgen wie gerade, Jason. Okay. Nee, nehmen wir jetzt mal Marcel. Okay. Setze mich mal, Marcel. Wenn Marcel damit einverstanden ist. Ja, gerne doch. Das ist wieder ein Bild für die Götter. Ne, die beiden Zentonen stehen wieder nebeneinander. Vor allem, das ist wirklich selbes Verspoilerung, selbe Felgen, Farben gegengesetzt. Das ist so ein geiler Anblick, wenn die da beide stehen, ne? Nur die Hupe. Ja gut. Ja, die sieht man ja nicht. Ich hatte mich auch einmal verfranst, weil eigentlich wollte ich in die andere Richtung, wo du oben auch da an dieser Ölraffinerie daherkommst. Da kannst du auch von oben reingucken. Ja. Wo dieses Tuning-Treffen immer ist. Da wollte ich eigentlich herfahren, da bin ich ja letztes Mal auch hergefahren. Da kommst du ja oben auch im Dings raus, im Containerhafen und so weiter. Mit dem ist einer der fiesesten Hupen. Ich habe keine Ahnung dazu. So, ready? Jo. Joa. Da fehlt doch noch einer im Bund. Achso, der steht da schon. Gut, auf die Plätze, fertig, verpiss dich. BMW M2 verschnellt, was er fährt, der ist nicht schnell. Ist halt relativ fuck. Naja, warte, was war an. Ah, Kopf.
Es geht auch nicht unbedingt. Es geht auch nicht unbedingt um schnelles Auto. Es geht darum, ob du fahren kannst. Ich wollte gerade sagen, wie waren die Worte von Dominic Toretto? Er erinnert euch einfach mal damals an die Runde. Dann war Daniel und so zwar nicht bei, aber Jason und Marcel, erinnert euch an die Runde, die wir mit Mandy und Sandy damals im RP gespielt haben, wo ich mit Mandy, ich glaube auch 25 Minuten vor euch abgehauen bin in einem Cabrio. Das kommt vom Fahrrad auf von hier. Ach, mit dem Camaro Und da kannst du leicht wegballern. Wo die nachher einen Anzeigefehler irgendwie hatten, weil die ganze Zeit am Schreien waren, ich hätte mein Verdeck hochgemacht. Das habe ich aber gar nicht. Keine Ahnung. Du kannst bei mir in der Aufnahme sehen, ich bin die ganze Zeit ohne gefahren. Was ist das hier für eine Ecke? Der ist da oben bei den Minen. Chaparral. Ja, fährt jetzt Richtung 107 Straße. Ja, Richtung Knast. Fährt Richtung. Ne, was ist das? Gefängnis da? Nein, das ist. Das ist die Rennstrecke. 3, 2, 1. Holt ihn euch. Piss dich. Ich finde das ja lustig, dass sie jetzt so lospreschen, ne? Fahren wir eigentlich alle in dieselbe Richtung? Habt ihr alle dieselbe Ahnung wie ich, oder was? Was ist das für eine Ahnung? Dass der von da oben jetzt Richtung Highway fährt und sich jetzt nach oben hin Richtung Palito absetzen will, aber die beiden fahren jetzt auch schon in die Richtung. Ich fahre hier... Was ist das da? Wo ich mein Haus da hab. Also entweder zieht er jetzt durch bis nach oben und bleibt seinem Plan treu. Ne, er ist oben in der Mitte am See. Nur von da aus wieder Gelge weg. Bist du nur in der Stadt, Daniel? Ja. Ja, dann kannst du am besten jetzt den West Highway hochfahren. Ganz links. Ja, ja, wollte ich ja. Wie ich vorhin bei dir auch gemacht hatte. Ah, piss die Fliege. Ja, der fährt aber wieder Richtung. Ne, hier steht er noch. Ja, jetzt fährt er Richtung Highway hoch. Richtung welchen? Richtung deine oder unseren? Also ich würde sagen, du fährst West Highway hoch, die anderen beiden versuchen ihm auf die Pelle zu rücken und ich ziehe durch bis oben nach Palito, falls er versucht, oben an der Military Base Richtung Palito oben rumzufahren. Ich bin jetzt gerade am Knast. Ja, fahr nicht zu viel querfeld ein durchs Gelände, Jason, das kostet dich nur Zeit. Ich hab's das Gefühl, gegen mich werden hier die meisten Taktiken. Oh, Motorradfahrer, ups. Hab ich wohl einen mit. Und ist auch lieber drin. Also nix. Also hat sich nicht gelohnt. Ja, der ist hier bei mir gleich in der Nähe. Oh fuck! Zu lange auf die Karte geguckt. Ja, ich guck gleich mal. Alter, komm mir entgegen! Ja,
Na, er fährt auf Militärgelände an, am Militärgelände vorbei. Weiß ich, nur einmal umdrehen. Du musst einmal zurück. Dann kannst du einmal links abbiegen, nachher aufs Militärgelände drauf. Dann kommt er dir entgegen. Dann kommt er genau auf dich zugefahren. Jetzt links. Jetzt fährt er wieder zurück. Fuck, ja. Ich habe mir Panzerung nicht gekauft. Fuck! Hast du alle deine Panzerungen vorhin durchgekloppt, Alter? Nein, aber fast alle. Er ist auf dem Militärgelände. Da kann ich nie drauf. Fuck. Ich hab da keinen. Was passiert? Panzer schießt auf Crazy, aber mich kills. Ja, geht's ganz normal weiter. Aber das hinterlässt ihn jetzt als Pech, oder? Kann ich das? Er wurde vom NPC getötet. Kann ich überhaupt in der Militärbasis ein Auto rufen? Wenn du einen Hangar hast, du ja. Du darfst auch ein NPC-Fahrzeug klauen, nur kein Panzer und kein Kampfjet. Ja, mein Auto ist jetzt eh kaputt. Das mal rein, noch ein gut. Hier steht ein Siegkarte oben. Ja, ich bin dead. Sorry. Auch nicht, aber gleich. Ja, ich jetzt einfach kann Military mich bitte Base. Jemand anders holen? Ja, ich auch. Aber wo ist der? Ja, ich bin jetzt RIP. Weil der Pisser die ganze Zeit überfährt. Ja. 5 Minuten 45. Marcel, wo bist du denn? Dann nehme ich dich hier mit. Ja, ich muss jetzt mal wieder spawnen. Wer crazy nicht reingefahren hat, alles funktioniert. Da wäre dieser scheiß Panzer nicht gekommen. Bist du da, stehst du da links jetzt? Ja. Ja, dann musst du mal. Was kann ich dafür? Weil ja, also, ich darf hier drin fahren, also. Ich nicht. Ja, ich auch. Aber wäre der Panzer nicht gewesen, wäre es nicht passiert, weil ich wollte eigentlich, dass Crazy hinter mich kommt und ich dann wieder den Ausgang rausfahren kann, oh. Wo er rein kann. Wär's mal besser bei mir einfach. Ich bin doch ausgewiesen. Ich hab so ein Pech, Panzer, Alter. Ey, die ganze Zeit nichts passiert! Jetzt ist Marcel mit dem Auto tot! Der Panzer chillt die ganze Zeit dort, Mann. Alter, der hat mich hinten am Arsch berührt, ich bin immer ausgewichen. Drecksau. Ich schnapp mir jetzt schnell einen Chat, um in die Stadt zu kommen. Ja gut, das ist ja erlaubt. Oder ist auch eine Idee. In der Stadt ist ja erlaubt. Ey, Marcel, nimmst du mich mit? Geht das überhaupt mit zwei Personen? Nein, nee, das Chat, ist nur Einsitzer. Chat ist ein Einsitzer. Also. Matze, wollen wir uns den Hubschrauber mitnehmen? Oder einfach kurz ein Luxum. Muss ich den erst wieder einlagern und dies und jenes? Ne, ist auch scheiße. Ah. Das ist dann noch. So, Marcel, wer soll als nächstes? Crazy. Weil ich dir schon am Arsch geklebt hab, gell? Nee, ich wollte einfach nicht den, der mich getötet hat, fahren lassen. Ach ja. Ey, trotz Gefahr da in die Luft gejagt, trotzdem mal drauf gejagt. Es hätte alles fast funktioniert. Ja, und wie wär's nicht weggekommen? Crazy oben, ich unten, da hättest du nur querfeldein über Berge jagen können. Und da, ja, wo nein. Marcel eigentlich rausfahren wollte, da bin ich ja gerade hochgefahren. Ich hab das geschafft. Anwesend! Ja, genau. Ist doch noch, ich gehe raus auf einmal, sieht er nur noch so ein Jet auf der Spitze stehen.
Er macht den Japaner, Alter, nee. Harakiri? Ja, Harakiri, kopfüber mit der Schnauze so in den Hof von der Werkstatt rein. Erstmal schön in den Asphalt beißen. Nein, ich bin satt. Warte. Bisschen. Das war jetzt Glück. Da kam noch gleich das von vorne, der Bullenhubschrauber. Alte Drecksau. Alte Drecksau. Wer hat denn den Jet hier so scheiße geparkt, Mensch? Bestimmt der fragt. Ich ne. Ich park nie. Ne, stimmt, du stürzt immer ab. Wer hat jetzt schon wieder die Feuerwehr gerufen? Da stand einfach kurz, das war eine Karre. Sind jetzt alle da oder noch nicht? Nee, Papa, ich bin auf dem Weg. Der dauert. Sehr verehrten Zuschauer, bitte entschuldigen Sie die leichten Verzögerungen hier. Wir warten auf das letzte Teammitglied. Das ist im Landeanflug. Mach das nicht, Flieger. Ne, den habe ich schon gemacht. Achso. Okay, dann mache ich einen hohen Flieger. Das steht auch so gut wie nicht im Weg. Aber dass der Hund mich hinten am Arsch getroffen hat, ne? Also das finde ich echt Porno. Bin ich voll kacke. Ich hab den von dem Panzer nicht mal gesehen. Boah, Marcel, du bist wieder richtig leise. Ich hab den Schuss von dem Panzer gar nicht gesehen. Doch, ich hab sogar den scheiß Panzer gesehen, der nicht die Kanone in unsere Richtung mit die blöde Sau. Ich meine da, wo ich in die Luft... So, ich komme! Einmal bitte nach oben schauen. Das ist im Auto, ich kann nicht so weit nach oben gucken. Ich glaube, ich sollte noch mal. Nein, ich will nicht bei dir ansteigen. Jetzt mal meine Tür wieder zu machen. Echt hart jetzt. Das war auch sehr, sehr unlucky für Marcel. Also kannst du Marcel auch auf die Militärbasis drauf? Ja. Ich hab auch dann Hunger. Ich auch. Ja, das fiese ist, bei mir gehen die Schranken hoch, haben aber nichts angezeigt, die blöden Pisser. Die Arschlöcher, ey. So, bin wieder da. Aber ich habe ja kein Flugzeug, warum soll ich mir einen Hangar kaufen? Ja, Buzzer kannst du im Hangar packen, den Savage kannst du im Hangar packen. Da kommt erstmal angedürftet. Da fehlt aber noch einer im Bunde. Nein, der steht auch davon los. So, alle bereit? Mit der dunklen Farbe sieht man den nicht. Kann ruhig schon starten. Crazy, bist ready? Ja.
Gut, auf die Plätze, fertig, hallo, tschüss. Er war so klar. Ich fahr auf die Kurve. Der erste Baum. Ach, hat schon einer Kopfgeld gemacht. Jo, Ike. Dann kann ich mal ein bisschen in die Tüte reingucken. Heike mitgebracht hat. Wieder Radio. Also für 7 Euro war das echt ein bisschen happig. Oder 6. Was ist im negativen oder positiven Sinne, Mama? So. Ich nachher auch in der Bewertung mal reintragen. Können wir mal einer erklären, Alter, was sein Plan Preis ist da unten? Da unten ist ich finde es witzig, wie ihr drei alle auf der Map guckt. Alter, der sitzt da wieder in der Falle, aber gut, jetzt drei, kann man täuschen, ne? 2, 1, holt ihn euch. Adi Allah. Ach ja, so, wo fahre ich denn lang? Ich weiß, wo ich herfahre. Wenn ich nicht gerade irgendwelche Autos über den Haufen jage. Achso, Matze, du fährst ganz gemütlich, kann das sein? Wer fährt gemütlich? Du? Nö. Ja, das sieht bei mir auf der Karte aus, wenn du ganz gemütlich tuckelst. Ich tuckel nicht. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Er ist beim Nachtclub, bei dem du den kaufen kannst. Achso, bei dem billigsten. Ey, Schnauze. Echt, ey, den hat Mandy auch, ja. Also der billigste. Teuerste. Ja, den teuersten habe ich. Boah, ey! Schultern will meine NPCs dein Fährst. Ich warte ab. Ich finde das schon wieder lustig, Alter. Ich bin gefühlt am spätesten. Ich bin ja gefühlt bald 20 Sekunden nach euch erstmal losgefahren, ne? Trotzdem bin ich genauso schnell da wie ihr. Wenn ich sogar noch schneller. Wenn du den ins Wasser schubst, bist du Sieger. Okay. Gracie, Jason, lass du's. Jason, lass du's sein, weil du gehst nämlich gleich fahren. Ja. Anne muss rechts an den Dingern her vorbeifahren. Der steht wahrscheinlich in der Halle. Nein. Na, an und raus. Was? Er ist auf die Halle jetzt gesprungen. Oben drauf. Wo kann man da hochspringen? Über eine Rampe. Was zum Tod? Du Wichser! Du Wichser! Ich dachte, du triffst mich nicht! Ey, Crazy! Danke, dass du ja neuer Rekordhalter bist für die kürzeste Zeit. Jetzt ist der Headshot nicht mehr so peinlich. 2 Minuten 14. Komm rein, Crazy. Ich dachte, da kriegt er mich nicht rein! Natürlich! Ist klar! Nicht da so oder so gekriegt. Was für ein Reudigon! Also
bei der Runde hat sich das Losfahren nicht mal gelohnt, also. Ne? Hätte man besser stehen bleiben können. Und natürlich habe ich ja vergessen, dass ihr nämlich aus dem Auto aussteigen könnt. Natürlich habe ich gerade die Leiter gesehen und wollte aus dem Auto aussteigen und die Leiter hochklettern. Ich warte halt immer noch auf diesen Moment, wo es dann auch mal anfängt, wo Crazy mal anfängt zu rasieren, weißt du, so wie er anfangs so gesprochen hat. Also hat er überhaupt schon irgendjemanden getötet? Mich? Ja. Mich? Okay, ich muss ehrlich sagen, mich hat er echt fett blockiert die ganze Zeit, also. Mich hat er fett blockiert. Ich glaube, mich hat er einmal. Kann man danach gucken irgendwo? Ja, später auf meinem YouTube-Kanal. Ich muss mal überlegen, ich hab Scheiß Eigenwerbung. Ihr müsst mal überlegen, ich hab gar nicht geschlafen. Selber schuld, wusstest du doch auch. Wenn ich ausgeschlafen wäre. Ja. Ich war nur nachts über am Zocken. Tagsüber ja, Töne spucken kann jetzt jeder. Ich bin auch schon seit 8 Uhr wach. Und? Ich seit halb 11. Ich bin auch seit gestern wach. Ich seit 13 Uhr. Ich seit 72 Stunden. Also das sind keine Ausreden. Ich muss nächste Woche arbeiten, deswegen habe ich meinen Schlafrhythmus gekriegt. Ich bin ja, das Problem. Das Problem habe ich noch nicht. Ich muss nächste Woche auch arbeiten und dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Gut. Ja, und da ist mein Rücken gefickt. Wenn ich mit dir fertig bin, ja. Piss dich. Piss der, ey, Drecksambo-Fahrer hier. Meine Frau drängeln. Pass auf, was du sagst hier. Hör mal, Lebensmüde oder was? Der will aufs Maul. Ja, ich glaube wohl, wa? Aber früher oder später kommt der Tag, dass ich richtig rasier. Heute. Ja, wird das ja, überhaupt ja. Nochmal machen? Wer weiß, vielleicht ist das das Ende. Danach gibt's keine Hetzjacken mehr. Wir machen das spätestens in GTA 6 wieder. Oh, und dann wird's mit Sicherheit lustig, wenn keiner die Straßen kennt. Oh! Ja, der Punkt ist, wir machen wahrscheinlich noch ein letztes Mal in GTA 5 Hetzjack, aber da setze ich Apple ran. Der sitzt wo? Da setze ich Apple an. Das heißt, derjenige, der wo mich mal als erstes killt, wenn ich abhaue, der kriegt von mir 20 Euro. Wow. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Macht 200, da kann man drüber reden. Nee. Das ist so viel, das ist halt ja nicht wert. Ich hab Wesen gesagt 200, ich hab nicht gesagt 20.000. Ja, aber 200 seid ihr nicht wert. Bin ich ehrlich. Hast ja gesehen, wie schnell Jason dich weggenatzt hat. Okay, aber überleg mal. Deswegen nur, sagt das jetzt. Aber überleg mal nur rammen und das Auto kaputt schlagen. Alles wie jetzt auch, genau wie jetzt ja. Auch. Ja, der will immer irgendwelche Regeln ändern, ne? Ja, genau wie jetzt aber auch. Und da hast du keine Schnitte. Nicht, aber wenn wir glaube, hier davon fahren sind. Nee. Aber ich glaube, wenn wir das Ganze mal in GTA 6 machen, sollten bestimmte Map-Bereiche sperren, weil sonst dauert das ewig. Dann dauert eine Hetzjagd 2 Stunden oder so. Ist doch geil! Wieso? Lass die Map doch größer sein. Ich kann doch die Fluchtzeit verkürzen von 2 Minuten auf 30 Sekunden. Ja. Matze einfach 2 Stunden hinterherjagen. Matze. Jagt einfach von einer Insel zur anderen. Matze, was sagst du, Hetzjagd Ende des Jahres? 100 Euro? Ende des Jahres kann ich dir jetzt noch nichts zu sagen, gerade Weihnachtszeit und so, das ist immer schwierig, mit was ich da noch an Folgen baller und sonstiges. Da muss kann sein, dass wir sowas zum Winter hin rum wieder machen, wenn Schnee liegt nochmal. Ja. Oh Gott, nicht schon wieder. Er war geil. War Rutschpartie hoch 10. Ja, ich war zwar blind, du brauchst eigentlich eine Sonnenbrille, weil mein GTA immer überlichtet ist und bei Schnee habe ich einfach kaum was gesehen, aber egal. Du hast trotzdem am längsten durchgehalten, Arschloch. So, Schmopf. Alle ready? Mhm. Ja. Gut, auf die Plätze, fertig, verpiss dich. Bäh.
Hat Jason gerade so eine schwule Hupe gehabt? Ja. Ein Wunder, dass das schwul ist. Also, das ist mir sogar jetzt das wert. Ich habe jetzt 10.000 auf Jason ausgesetzt. Das ist es mir wert. Mir ist das Kopfgeld scheißegal, ich will nur seinen Kopf, nicht das Geld. Ja, so hast du aber seinen Kopf. Auf dem Geld. Wie macht man das mit dieser Karte einstellen, Marcel? Wie heißt das? Was hattest du gesagt? In den Einstellungen? Einstellungen, dann Anzeige. Ja, du gehst, musst in die Einstellungen und dann unter Anzeige und dann da erweitertes Radar. Ah, da. Mal gucken, wie das ist. Der ist im Parkhaus. Ja, im Roten. Ah ja, der Segel, geil. Mal gucken, wie das ist, damit zu fahren. Ich soll euch allen Hallo sagen von meiner Freundin. Hallo! 3, 2, 1, holt ihn euch. Natürlich verschwindet der jetzt vom Radar, wenn's losgeht. Ja, super! Marcel, du Arsch! Der ist doch eh vom Radar weg, wir haben Zeit. Ja, der ist aber hier nur 3 Straßen weiter, da hast du die Chance, den irgendwo zu sehen und zu finden. Jason ist einfach zu blöd zum Fahren. Ich kenne den, der steht nämlich mit Sicherheit irgendwo oben auf dem Park. Ne, der ist noch im Parkhaus. Scheiß NPC. Ich war nicht im Parkhaus, ich bin oben vom Dach auf dieses Haus mit den Zacken drauf gesprungen. Schon wieder zu Fuß unterwegs oder was? Würde ich mal sagen. Jo. Alter, ist doch oben! Scheiße! Ihr bekommt mich nicht! So, Rechnung beglichen, Bitch. 2 Minuten 19. Wie viel hab ich gebraucht? Ich glaube 2 Minuten 14. Warte, ich guck nach. Jason, wo bist du? Soll ich dich mitnehmen? Alles gut. Oh, ich hab von Crazy gar keinen Dings gemacht von der Zeit. Ups. War zu kurz. Aber ich mein 2:14 habe ich gesagt. Ja! Macht nix, bis aber unter 3,5 Minuten. Hab ich länger durchgehalten als du.
Das juckt mich aber nicht. Mich schon. Ich bin trotzdem nicht der Kürzeste. Dafür hast du den Kürzesten. Ja. Woher willst du das wissen? Hab ich vorhin festgestellt, als du am Straßenrand standst. Selbst ein Kaninchen hat einen längeren Schwanz als du. Boah, weißt du jetzt, wie lang ein Penis von einem Kaninchen ist? Ich rede von dem Knubbelschwänzchen vom Kanickel, ne? Nicht von seinem richtigen Beglückungsstück. Ich muss sagen, die Runde. Warte auf die dritte Runde ab. Also, wenn ich überlege, damals, als wir gespielt haben, ey, wir haben 3 Folgen gebraucht für einen Durchgang oder so. Und jetzt kannst du in einer Folge easy komplette Runde spielen. Aber das Ding ist halt, er lernt es ja auch wieder nicht. Er ist wieder da über diese Rampe gesprungen, wo du unten in diesen Häusern landest und dir die Karre verkeilt. Ja, ich wollte aber eigentlich, abbremsen, dass ihr da drüber fliegt. Das schaffst du nicht. Ja, dann musst du schon 50 Meter vorher bremsen und dann sehen wir. Mhm. Selbst wenn Crazy hinterhergeflogen wäre, ich war auch noch hinter Crazy und ich springe grundsätzlich über das Ding nicht drüber her. Und ich war noch hinter Matze, also ich bin nämlich extra dran vorbeigefahren schon. Weil ich genau weiß, wie das endet mit dieser Rampe. Genauso wie die muss oben vom... Stoppuhr machen? Ja. Genauso wie die oben von Parkdeck darunter, die ist auch ziemlich gefährlich. Weil du dich unten in den Bäumen verkeilen kannst, wenn du Pech hast. Okay, sind alle bereit? Ey, jo. Und Jason bewegt dann ein. Was soll meine Crazy Reifen schon warm wieder? Machen? Crazy, bist du ready? Wir haben erfahren. Ja, ich tu meine Reifen warm machen. Dann würde ich sagen, Matze, 3, 2, 1. Schön, dass ich gar nicht gefragt werde, ob ich bereit bin. Du hast doch gesagt, du bist ready. Nee, hab ich nicht. So, ja gut, dann starte ich halt mal. Matze, bist du ready to rumble? Jo, bin ich, let's go. Dann verpiss dich. 3, 2, 1, go. So, wer ist das Kopfgeld auf sich? Ich hab schon 10.000 vorhin auf Jason ausgesetzt. Gib nach. Ich bin schon dran. Aber wenn er Kopfgeld, den kriegen wir trotzdem nicht. Außer Jason, der stellt sich wieder auf die Straße und schießt. Schatz, musst du nicht. Ey, das ist aber die beste Methode. Dann schon, aber dann musst du auch eben vorbeifahren, gut zu dem treffen. Musst du kontinuierlich feuern, damit du den triffst. Auto-Aim, da bist du permanent, auch wenn er an dir vorbeifährt, die ganze Zeit drauf. Wer hat vorhin halt einfach den Vorteil gehabt, dass das die Todeskurve war und durch die muss ich langsam durchfahren. Ja, sonst entweder schmierst du ab in Wasser oder du schmierst ab und landest im Gegenverkehr. What do you need exactly? Also mit der großen Karte auf dem Bildschirm, ey, da muss man sich echt erst dran gewöhnen. Wie lange noch? 5, 4, 3, 2, 1, holt ihn euch. Jalla Kavala. Wie? Matze ist vom Radar von... Das kenne ich ja gar nicht von denen.
Ich habe immer Angst, wenn Matze den Centrono fährt und er mir hinkommt und ich habe ein höheres Auto, dass ich drüber herfliege. Das ist einer der Gründe, warum ich den immer fahre. Ja, der liegt echt tief vorne mit der Schnauze. Und deswegen hast du den 6 gleich genommen. Was hast du, Jason? Und deswegen hast du dann auch extra den gleichen genommen, ne? Ja, dann bummst das Wesen gegeneinander. Wo ist er denn? Verschwindibus. Der fährt wieder hinten durch. Der fährt bei einem Ölding da auf der Autobahn. Der fährt wieder zurück. Ja, bei den Ölen. Okay, das war jetzt raffiniert gemacht. Ja, aber ich habe eine Ahnung, wo er hinfährt. Ich habe eine Ahnung. Ich hoffe, dass er wirklich bewahrheitet ist. Ey, sonst sind nie so viele NPCs auf Straße, aber jetzt alles voll. Wer war dein Autobahn in Slot? Scheiße, ich bin unter der Autobahn. Fuck. Der Autobahn Richtung Alice Castles. Highway. Fährt Richtung Strand. Oh, du Drecks NPC-Fotze. Jungs, ich bin dran, ich sehe ihn. Der ist im Tunnel. Nein. Fährt auf der Gegenfahrbahn, Alter. Fährt er, ist er wieder umgedreht? Nein. Oh, du dämlicher Drecks-NPC, verpiss dich, du verdammter Schweinepriester, fick deine Mutter! Diese Scheißbild, die Beleidigung gehen wieder los, Alter. Ja, ich bin richtig nah dran, da kommt noch schnell der mich NPC so ein verdammter Schweineficker. Und er ist wieder zu blöd zum Autofahren, der mich Missgeburt. Ja, meine ist zu langsam für den Centrono. Warte mal. Könntest du, fahr du wieder Richtung Autobahn bei Casino? Ja, klar. Und? Köter, halt die Fresse, sonst bringe ich dich eigenhändig um. Muss mich hier konzentrieren. Da hat man halt wieder Worte gegeben. Ich fährt immer noch weiter auf dem Highway, ist vor mir. Alter, ich brauch Lachgas! Er braucht nur. Er muss nur einmal eine falsche Kurve haben. Das Problem ist, er fährt dasselbe Auto wie ich und fährt mir trotzdem noch weg. Hast du vielleicht irgendeine Sache nicht voll getuned? Ich habe alles voll getuned. Das habe ich letztes Mal doch schon mit Marcel getestet. Irgendwie ist das aber nicht richtig, finde ich. Irgendwie ist das nicht koscher. Ich glaube, der Centrono kommt einfach bestens klar. Oder du hast einfach einen Spiegel drauf. Genau, ich.
Ja, kann ja sein, manche Farben haben allein Speedglitch, auch wenn die ganz normal sind. Ja, genau, spawn aus dem Himmel, du dreckiger Hurensohn. Ist immer noch Highway? Alter, diese Dreckströmung, ich ficke dich! Matze, wolltest du mal ein bisschen vom Gas gehen? Na, warum denn? Da komme ich mal näher dran! Worauf das hinausführt. Dass wir jetzt alle wieder 20 Mal im Kreis fahren. Ey, könnt ihr beide vielleicht ein bisschen langsamer fahren? Ich komme mit meinem M2 nicht hinterher. Wer ist Matze jetzt gerade entgegengekommen? Gegenspur. Ja, er zieht aber gleich wieder rüber. Komm, ich komme jetzt gleich jetzt von mir. Da hatte diese Dreckskarre, ich werde die gleich sowas im Wechseln. Er muss punktgelastet sein. Ich wollte die beste Karre zum Schluss aufheben. Ich habe eine Ahnung, die werde ich jetzt auch machen. Hab's mir gedacht. Er fährt nicht Richtung Stadt. Er fährt wieder Richtung, was ist das da? Öl und Dinge noch. Aber crazy, aber gut dran zu knacken, da hinterher zu kommen. Alter, mein Motor schreit schon, hör auf, geh vom Gas. Meiner schreit, gib mir mehr, gib mir mehr! Ja, gib mir mehr, gib mir mehr! Gib mir mehr Öl, oder was? Ja, der Rote freut sich, dass er auch mal wieder gefahren wird. Ah, du scheiß NPC! Oh. Wo stehst du, links oder rechts? Nicht hierher. Ich hätte gerne eine schlechtere Auswahl treffen können für die Runde, Alter. Denkst du ich? Keine Chance gegen diese Pornos. Komm nie hinterher. Boah, gib doch mal Gas mit deinem dämlichen Dreckskombi, du Schmuchtel. Natürlich schießt der erst, wenn du dran vorbei bist, weil er erst noch die scheiß Cyberfasch. Die scheiß Scheibe zerschlagen muss. Boah. Dann drücke ich hier mal vorher schon mal einmal drauf. Das war knapp. Er macht halt die Straße noch voller. Boah.
Wer ist denn hier das Schlusslicht? Das bin ich. Mit meinem lahmen M2. Der Mann ist nicht gerade schneller. Ich fahre jetzt wieder in die gegengesetzte Richtung. Aber wenn wir jetzt alle vier hinterher fahren, dann bringt ja auch nichts. Also ich kann verkünden, Matze hat den Tagesrekord. Wie weit ist er? Hat er schon über 11 Minuten? Jetzt runter von der Autobahn. Richtung Innenstadt? Nee, der ist über der Stadt. Fährt dann im Litauer-Eingang vorbei. Pixelmann, du Drecks-NPC-Fotze! Fährt in die Litauer rein. Jetzt dich, Kessel. Nein. Hast du doch. Oh! Ach, du bist doch eine dumme Schlampe, Dreckspanzerfotze! Da willst du wissen, was deine Frau war? Ey, was auch. Kann auch sein, dass er dein Lover war. Toll. NPC. Marcel, du bist ja sowieso der Langsamste, ne? Kannst du mir mal erzählen, wo der ist? Wieder Autobahn nach ganz oben. Autobahn weiter nach ganz oben. Was bist du mit dem Cabrio? Schiebe ich die kleine Takatuka-Land. Ist der immer noch auf dem Highway? Ja, ich glaube wohl. Glauben wir es nicht wissen. Sie jetzt sind ein paar Lito drin. Ich bin gerade am Hinterherknallen, deswegen. Der Ernst ist, der entgegengesetzte Richtung fährt. Bin gerade. Wir beide waren gerade an einem Litauer. Nee, jetzt will mein Fernseher auch noch ausgehen. Warte, komm mit dir, ich komm gar nicht hinter dem Zentralen hinterher.
Ich werde genau bei dir gleich, Papa. Du! Wo ist er? Der ist an mir vorbeigefahren, der ist in den Gegenverkehr reingefahren, der Arsch. Ich fahre weiter Highway, wieder Richtung Innenstadt. Bin wieder an ihm dran. Boah, dieses Auto ist so lahmarsch. Ich hab das schneller in Erinnerung. Hier ist immer noch im Gegenverkehr. Muss mal überlegen, mein Auto ist nicht vollgetunt. Ja, man's wohl. Ah, wer kommt ihm da entgegen? Scheiße. Ja, das ist auf der anderen Seite. Jetzt mal auf der richtigen Spur. War, glaube ich, das erste Mal, dass Marcel mich überhaupt zu Gesicht bekommen hat. Nee, ich war ja am Anfang hinter dir. Da im Tunnel. Richtung Casino? Ja, Richtung Casino. Ich habe nur Stufe 1 Teile drinne und zieh gerade an Jason vorbei. Ja. Hast du einen schusssichere Reifen? Was? Hast du einen schusssichere Reifen? Ja. Ehrlich? Ja. Keine Ahnung. Hab gerade nicht getroffen. Das war auch mal eine voll die Idee. Eine Runde Hetzjagd ohne schusssichere Reifen. Eine Runde Hetzjagd mit Stockautos. Ja, ich komme nicht mehr. Stockautos, aber schusssichere Reifen. Ohne Volltuning. Einfach mal Autos ohne Tuning, komplett ohne Tuning. Ja, das machen wir nicht. Die man einfach da geschenkt kriegen kann. Einfach mal nur mit Fahrrädern. Oh Gott. Dann verkacke ich. Ich hätte eins. Ja, ich habe glaube ich auch irgendwo eins. Nein, ich meine, ich hätte eins, womit ich das machen würde. Dieses E-Fahrrad, das hat mich so ganz klein boost. Ich würde es mit keinem machen, weil du keine Waffe ziehen kannst. Runter! Von der Autobahn runter. Ich bin jetzt erst am Büschelpark. Dieser scheiß NPC! Wäre der NPC nicht gewesen, hätte ich ihn gehabt. Ich wäre ihm voll in die Seite rein. Biegt ab Richtung Strand. Fährt wieder auf die Autobahn. Ja, oben bei dem Hotel, wo es auf die Autobahn geht. Und fährt wieder hoch Richtung Palito. Der kann halt nichts anderes machen außer Autobahn. Er kann auch anderes. Er kann auch anderes, aber er macht das Einfachste, was für uns eigentlich machbar wäre. Ja, aber... Ja, man hört halt wieder null, dass sich jemand irgendwie abspricht oder sonstiges, also... Ja, ich hab ja vorhin gesagt, zwei hinterher, zwei gegen, aber interessiert ja keinen. Ich hab ja schon die Richtung gewechselt, aber ich kann auch nicht mit dem langsamsten Auto die ganze Zeit die Richtung wechseln, wenn ich schon so nah an ihm dran bin. So, wir haben die 20 Minuten geknackt. Ja. Fährt wieder hoch. Scheiße, ich hätte nach links abbiegen müssen. Wer ist denn hier in der Nähe von mir? Ich. Ja, dann schwing mal deinen Arsch nach mir hin.
Dasselbe Spielchen wie gerade. Und wenn ich sage selbe Spielchen wie gerade, meine ich selbe Spielchen wie gerade. Mir ist das jetzt egal, hinstellen, abknallen, fertig. Na, guck mal, wie du von mir wegziehst, weil die Karre so lahmarschig ist. Ja, soll ich hinter dir herfahren und dich anschieben? Ah. Ich hab dir vorhin gesagt, lass dein Auto nicht, nimm dein Auto nicht. Bei Matze ist ja nicht gut, ein langsames Auto zu haben. Vor allem, wenn ich den Centorno fahre. Und es gibt immer wieder Leute, die nicht draus lernen. Ich hab's ihm ja gesagt, nimm den nicht. Nur weil er gut aussieht, heißt er nicht, dass er auch schnell ist. Hey, aber ich hab den eigentlich schneller in Erinnerung. Der ist nicht schnell. Bin ich auch letztes Mal der ganz derbe auf die Fresse gefallen. Jason, nicht in den Tunnel reinfahren. Erst gucken, auf welcher Seite der ist. Ja, das sind zum Beispiel du rechter aussteigen, aim, ich linke aussteigen, aim. Wie ist denn der scheißegal, ob wir den aussteigen und mit der Knarre runterholen oder anders, sonst kriegen wir den nicht. Der dreht um. Wow, wow, wow. Wie ihr euch so wunderbar hier absprecht, so dass ich alles mithören kann, da mache ich mir lieber den Spaß und drehe um. Hintere aussteigen, aim. Ja, in dem ersten hinteren bin ich blöderweise schon wieder vorbei. Aber immer den zweiten. Der kommt zu dir, Marcel. Marcel, da ist deine Chance, jetzt, komm! Ich pieke auch nicht ab! Dessen? Hm? Bleib mal hier. Bleib mal zurück. Dieses scheiß NPC-Auto, ich schwör's dir, Mann. Ah. Hab ich dich überhaupt einmal getroffen? Nee. Nee. Ach, das scheiß Auto, Alter. So, und siehe da, vor mir ein Highway und alle vier Kontrahenten hinter mir. Komm, Crazy, gib ihm, du kommst immer näher. Bis ein scheiß NPC kommt. Jetzt nicht mehr. Wah, wah, wah. Ja, da ist die behinderte Kurve. Und da rutscht der Marcel durch die Gegend. Also wir haben jetzt gleich diese 25 Minuten. Das Auto ist nice to have, aber scheiße vom Bezirk. Und ich sollte so langsam mal pissen gehen. Jawohl, super. Super da. Jason? Ja? Was habe ich vorhin gesagt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, habe ich mir gedacht. Du bist so ein dämlicher Vollpfosten, ne? Jason, beweg deinen scheiß Arsch in die andere Richtung. Ich habe dir gesagt, du sollst bei mir stehen bleiben. Du sollst bei mir stehen bleiben. Was versteht man daran nicht? Was passiert, wenn du in seine Richtung fährst? Entweder dreht er um, weicht dir aus, super, dann stehe ich hier wieder wie Hänzenblöd ganz alleine da. Du hast doch Auto-Aim. Ja und? Also ich habe gar kein Auto-Aim. Ja, du kannst auch einstellen auf Zielpriorität. Da musst du dann auf alle haben. Und nicht auf Fremde.
Wenn man sich vernünftig abspricht, das macht, was man gesagt kriegt, braucht man den Scheiß auch nicht unbedingt. Was wäre passiert, wenn er jetzt in den Tunnel gefahren wäre, wir beide jeweils, wenn er uns genau in einer Spur entgegenkommt? So, er muss in einen von unseren Autos reinfahren. Dann kann er theoretisch so schnell nicht weg. Und wenn die anderen beiden von hinten kommen, dann fährt er den in die Arme. Also davon mal abgesehen, bei der Military Base hat mich gerade ein Zaun mehr als einmal aufgehalten. Crazy hat mich nicht gekriegt. Und den anderen beiden, nachdem ich gerade umgedreht habe, bin ich in die Arme gefahren. Die haben mich auch nicht gekriegt. Nur so nebenbei. Ja, aber muss man überlegen. Ja. Ich bin Level 29, habe nicht alle Tuning-Teile frei. Und das hast du nicht gewusst, als du die Herausforderungen ausgesprochen hast. Dein Auto ist voll getuned. Ich wollte schon gerade intuitiv die Zeit stoppen. Ich mach das ja gar nicht selber. 27 Minuten. Endlich mal was trinken, ey. Oh, Papa war doch nicht so dumm, dahin zu fahren. 20 Minuten. Ja, aber wenn du jedes Mal vorpresch wie so ein Irrer. Hat dir jetzt aber geholfen. Was passiert? Ja, super. Auch nur weil du Jason, soll ich dir mal was sagen? Hast. Was? Das hilft vielleicht, das klappt vielleicht einmal alle 10 Mal. Warte, soll ich dich mitnehmen? Hm, mein Auto ist da unten. Okay. Im Anflug. Was, Anflug? Ja, im Anflug, bin von der Brücke runtergesprungen. Sorry, Jason. Alles gut. Okay, bist du unten? Ach, da ist er! Das erste Mal hat das Auto eben nicht gegriffen, dann nochmal aufhören zu zählen und dann direkt neu hat's gegriffen. Oh, so eine Scheiße, dann müssen wir rübergehen und Jason die Fresse polieren. Ich bin der Einzige, der wo kein Hypercar hat. Generell in der Garage. Leute, guckt euch mal die Überreste meines Autos an. Ja. Ja. Dafür, dass du der langsamste warst. Dafür, dass du nur spazieren gefahren bist, hast du ordentliche Leistung gemacht. Dafür, dass ich der langsamste war, sind das die Überreste meines Autos. Der Wille war da. Du hast dich angestrengt. Ich bin trotzdem stolz auf dich. So. Dann haben wir die zweite Runde ja auch durch. Platz, ich gehe einfach mein Auto reparieren. Die Folge haben wir jetzt ein paar Minütchen überzogen. Ich habe da mehr vorhin da nur ein paar Sachen rausgeschnitten da zwischen den Rundenwechsel und sowas alle. Wir sind jetzt irgendwie 20 Minuten drüber, ist mir scheißegal. Eigentlich hatte ich ja, was waren das, nur 11 Minuten oder was? Ja, irgendwie so. Oder was war, was war überhaupt der Rekord jetzt hier in dieser Runde? Warte mal. Die kürzeste oder die schnellste? Vor du war das, glaube ich, Marcel. Ich hätte, glaube ich, 7 Minuten 14 war, glaube ich, was ich hätte schlagen müssen. Ja, ich glaube von Marcel dann, ne? Ich habe keine Ahnung, ich blick nicht mehr durch, Alter. Oh, Crazy ist raus. Kein Bock mehr. So, dann an dieser Stelle, Leute, würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal die Folge abmoderieren, bevor wir hier noch länger überziehen. Die Runden waren alle definitiv kürzer als erwartet, irgendwie. Es wurden neue Negativzeitenrekorde aufgestellt. Es wurde viel Blech durchlöchert.
Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn euch die Kacke hier gefallen hat, dann gebt den Ganzen gerne ein Däumchen nach oben da und ja, schaltet nächste Woche wieder ein, checkt die anderen Projekte ab, habt noch einen schönen Tag, macht es gut und hadi tschüss! Hadi tschüss! Haut rein! Ciao ciao! Bye bye!